Er hat ein So. Date, er hat ein Date. Ja, um 9 Uhr an einem Montag. Bestimmt. Du hast Urlaub, hab ich gehört. Ja, ich hab einen Urlaub, stimmt wohl. Siehst du? So, nächste Mission, worum geht's? Um Berlin. Weiß ich nicht, wir fahren auf jeden Fall mit Rallye-Fahrzeugen. Okay. Okay. Nein! Sehr gerne. Die, den Kanister? Mit dem Anhänger? Also eindeutig Choco-Cookies. Twinkies. Meinst du die, die ich gerade esse? Ja, genau die. Du sollst die Ladung nicht aufessen. Hör auf damit. Ja, kriegen wir hin. Bestimmt. Irgendwie. Ihm wäre Raskat rechts durch die Büsche. Ich. Offroad halt. Oh. Jo, der hat viel gebracht, wa? Also ich habe Julian überholt. Ja, gut, das ist auch das kein Kunststück. Das ist kein Kunststück, du. Oh, oh. Jetzt wird's richtig aufgehört. Weiter dir, Kai. Mich hat's richtig verhaut. Oh. Komm, Janosch. Baby, komm. Ja und Arm, hat er gesagt. Ich hab meinen ganzen Schreibtisch voll gekrümmelt. Es ist wirklich querfeldein hier, ne? Also. Ja, ist aber schön. Und das Schöne ist, das Auto wird nicht langsamer. Das auch. Es wird noch schneller. 220 habe ich gerade gehabt. Wow! 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 Au! Oh, Junge, das musst du sehen, du. Ich bin gerade mit dem Swiffer dabei, die Krümmel vor meinem Schreibtisch zu machen. Swiffer! Oh, Janosch! Und ja, ich sehe es, weil ich fahre nebenbei weiter. Oh, scheiße. Oh, scheiße, ich muss rechts rum. Ach ja. Oh, Berg. Alter. Oh, ich konnte gerade unter die Welt gucken. Auch cool. Aber die sah es aus. Luftleerer Raum. Das ist scheiße, wa? Wow. Ja, noch schön, wir müssen jetzt gleich eine Kurve fahren, pass auf. Ja, ja. Alter, ihr seid anderthalb Kilometer. Oh, ich muss eine Kurve fahren, rum! Könnt ihr mal auf mich warten? Kein Stress. Nein, können wir nicht. Nein, wir können nicht. Wir haben nur noch 40 Sekunden bis zum nächsten Checkpoint und der ist mit Sicherheit 20 Meter weg. 5 20 Kilometer. Meter, ja, mit Sicherheit 20 Meter. 5 Kilometer? Nee. Von, das ist von bis mir zum aus, Ende. Ja. Das ist bis zum ganzen Ende. Wir kriegen immer mehr Zeit dazu. Ist es gerade irgendwie heller geworden? Ja. Also, was hältst du von der Offroad? Bei mir auch. Oh, nicht hier so. Da ist eine Straße. Das ist ja langweilig. Was soll das denn jetzt? Hä, was war das denn? Ich fahre nicht die Straße. Die Straße ist doof. Ich auch nicht. Ich fahre auf einer Wiese und auf einmal überschlage ich mich. Oh, hier geht's aufwärts. Alter, pass auf, Janosch, an der Straße. Ja, ich merk's. Oh, hier hinten sind aber auch so ein paar Hügel, wo man so drüber fliegen kann. Ach, kaum. Herzlich meine Fresse! Leck mich im Arsch! Ich komme gar nicht mehr gerade! Ich werde gar nicht. Ich werde überhaupt nicht mehr gerade! Ich bin schlagartig heller geworden. Ich roll nur noch. Wow, scheiße! Ich hab Abflug gemacht! Pass da auf, Janosch, das ist sehr gefährlich, die Ecke. Ja, ich fahr oben her. Ich fahr oben her. Oh, doch nicht. Nicht so schön, wie ich wollte. Oh, scheiße, ich komm schräg. Oh, fuck. Oh, fuck. Und da war der Canyon. Ich bin im Ziel. Ja, ich... Ich weiß zwar nicht, mehr. 30 Sekunden. Nur 2 Kilometer, komm. Ich weiß zwar nicht, wer hier unten an so einem entlegenen Fluss eine Lieferung entgegennehmen will, aber gut. Oh, mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo bin ich denn jetzt drüber hergeflogen? Oh, sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Das war lustig. Ja, ja, abgesehen davon, dass ich mich irgendwo drehe, wo, können wir öfter machen. Wo nichts ist, aber... Oh, wahrscheinlich jetzt noch öfter passieren, denke ich mal. Hoffe ich mal. Hey, Spargel, hey. Nicht so laut.
Stimmt, Kampfschaukel hat Level 42 erreicht. Ich auch. Und ich habe Gold. Bonk Silber. Einspritz plus 0. Einspritz plus 6. 1000 Punkte, Julian. Nice. 1000 Punkte, weil er mitgefahren ist. Ja. Okay, ich werfe die Ladung jetzt ab. Du glaubst nicht, Flugzeug nimmt. Das war eine gute Zeit. Wir haben gutes Geld damit gemacht. Der Plan funktioniert, Alex. Naja, nice, nice, nice. Sagt, ich springe über eine Gesamtentfernung von 3,22 Kilometer. Habe ich auch. Und hier ist irgendwo ein Auto. Sollen wir uns das mal holen? Ich glaube, das ist oben. Ja, ja, macht ja nichts. Wie willst du hier hochkommen? Hochfahren? Wieder aus dem Canyon raus und dann links rum. Na gut. Wow! Genau da hoch, Kai. Es war lustig. Naja. Ich glaube, wir kommen da nicht hoch. Dann fahren wir halt zur nächsten Mission. Ja, bin ich auch für. Wo haben wir die denn? Weiter unten irgendwo. Ja, dann mach doch mal einen Dings dahin. Oh Gott. Oh, Klippe. Schwarzfahrer. Die ist ja wirklich ganz unten. Ist die auch schwarz? Nee. Schade. Aber jetzt können wir noch mal ein bisschen Gelände hier fahren. Das ist ja lustig. Mhm. Ja, einfach querfeldein, ne? Ja, ein Problem ist, dass hier ein Berg ist. Fahr durch. Jo. Alter, ich drehe mich ständig. Das gibt's gar nicht. Oh, eine Mauer. Die kann ich nicht kaputt machen. Warum drehe ich mich denn so oft? Oh. Okay, wir müssen die Straße hier fahren. Schade. Warum? Ich bin links neben dir im Gebüsch. Aber hier kommt gleich ein Fluss, Janosch. Ja und? Du solltest vielleicht über eine Brücke auf die andere Seite fahren. Ja, und hier sind mir auch nur Berge im Weg. Und hier ist eine Mauer, die mich nicht auf die Straße lässt. Doch, kurz vor der Brücke ist Platz. Ach, cool. Ich wollte sagen, ein bisschen... Oh, ich liege auf dem Rücken. Gut. Wie so ein Käfer. Gucken, ob ich hier querfeld ein kann. Ich habe übrigens keinen Wegpunkt. Habt ihr einen? Alter. Ja, ja, ich habe einen gesetzt. Ich habe auch einen. Ich habe keinen. Querfeld ein war viel lustiger, wer auch immer da gerade hinter mir ist. Ich mache gerade den Präzisionstest. Ach so. Ich tue den auch machen. Aber der ist irgendwie mit einer Rallye-Karre ist zu langsam, Alter. Ich habe nicht mal Bronze bekommen, obwohl ich alle Tore gefahren habe. Was? Ja, du bist einfach zu lahm. Bronze. In der Rallye-Karre. Hätte ich keinen Mist gebaut, hätte ich auch mehr gekriegt. Also das war jetzt kein Problem, du. Boah, Kai, ey. Oh, fuck. Oh, hier ist ein Berg. Verdammte Scheiße. Seid ihr schon wieder Offroad unterwegs? Ich fahr doch lieber die Straße, habe ich mir gerade überlegt. Ich bin hinter Kai hergeflogen. Auf den Berg, in den Berg, an aber den Berg. Sah bestimmt witzig aus, oder? Ja. Oh, die Strecke sind wir hier gerade schon mal gefahren. Ups. Also ich fahre jetzt nach Gefühl, ne? Nach Gefühl, auch gut. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo kein Weg da ist. Ist das richtig? Ganz lange der Straße folgen Richtung. Ja, ich setze mir mal lieber selber einen Punkt eben. Oh! Hier kann ich nicht lang. Mist. Oh! Ach ja. Okay, mein Ding sagt mir, ich soll hier abkürzen. Wirklich? Oh oh. Seid ihr denn schon so weit vorne? Oh.
Also ich hab's geschafft, ich stehe auf der Straße. Ne, ich bin oben nochmal drüber über den Berg. Ah! Komm, zieh du Karre. Und andere Seite den Berg wieder runter. Vorsicht, Mauer. Oh. Hi, du hast dich perfekt vor mir eingefädelt. Hier links rüber. Um. Das ist, glaube ich, zu viel Umweg. Ease ist jetzt online. Hoppla. Bei das mir noch nicht. Das ist überhaupt kein Umweg. Das ist voll die Abkürzung. Es war ein bisschen Hardcore Offroad hier jetzt gerade, aber... Macht viel mehr Straße als Spaß. Viel mehr Straße als Spaß, genau. Spaß als Straße. Alles klar. Oh oh, Stein. Nicht gut. Au. Wie du Auto. Wow. Hast du mich fliegen sehen? Nee, hast du mich fliegen sehen? Wie komme ich denn da jetzt wieder hoch? Ja. Wow! Oh, unter der Mauer lang geflogen. Eine schöne Strecke. Ups. Okay, ich muss mir eine andere Stelle suchen, wo ich wieder auf die Straße komme. Oh, leck mich hier im Arsch. Ist überall Mauer. Echt jetzt? Ja. Oh nein. Und es wird dunkel. Oh nein. Das ist jetzt weniger gut. Ich kann mich auch nicht zurück auf die Straße setzen. Doch, kannst du immer. Nee, kann ich nicht. Dann werde ich nämlich wieder zurück in die Dings gepackt hier. Unterhalb der Straße. Fuck. Ich muss zurückfahren. Danke, Spiel, dass du das als Sprung zählst, aber es wäre mehr ein Fallen. Shit, wie komme ich jetzt wieder raus? Bin in den Grand Canyon gefallen, ist das ein Problem? Wahrscheinlich. Oh, nicht den gleichen Fehler wie gerade. Scheiße, ich komme da nicht rüber. Okay, machen wir den gleichen Fehler wie gerade. Ah, nein, du sollst da ganz normal runterfahren. Jetzt muss ich hier einen Umweg fahren. Aber was ist denn hier los? Dafür, dass eine Rallye-Karre ist, geht das Ding aber ganz schön oft kaputt. Woher schickt er mich denn jetzt hier? Der Navi? Okay, ich fahre dem Navi einfach hinterher. Das weiß ja, wo es richtig ist, oder? Vermutlich, ja. Ich bin im Grand Canyon. Doch super. Nur geht's hier nicht raus. Komm, wir fahren Offroad. Ja, scheiß Idee. Okay, ich kann hier schön weiter durch den Canyon fahren und durch Büsche. Aber ich komme nicht raus. Au. Sehr gut. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen, wo man eigentlich nicht wieder rauskommt. Oh, ich bin wieder auf der Straße. Okay, wir haben so gut wie keine Strecke zurückgelegt. Sehr gut. Oh, hier waren wir doch gerade schon. Was, jetzt soll ich hier runter? Ehrlich? Okay. Bleib stehen. Oh, hier sind gerade Jets drüber hergeflogen. Cool. Ja, du bist eine tolle Idee, du blödes Navi. Wie soll ich das denn schaffen? Ich hab kein Flugzeug. Ich hab eine riesengroße Lücke, wo ich drüber soll. Ja, ich euch auch. Ordentlich Anlauf und dann läuft das. Nee, das blieb leider nicht. Ich hab eine neue Chat-Nachricht. Von wem? Ah, wenn ich das wüsste. Dann wäre er schlauer. Schlauer? Schlauerer. Na so. Komm, du blöde Karre. Gib Stoff.
Ist nur ein kleiner Berg, ist nur der Grand Canyon. Gib Gas. Eine Schlucht, aber egal. Ja, aber sieht aber cool aus. Die Dinger da drumherum sind Berge. Nein. Ist mir egal. Das ist ja die. Das drumherum ist ja die Normalhöhe. Ja, okay, dann halt so. Deswegen ist es ja eine Schlucht. Mein Auto ist ein bisschen kaputt. Mein Auto ist ein bisschen langsam. Vielleicht auch kaputt. So, wo komme ich denn jetzt wieder auf die Straße? Wo ist denn keine Mauer? Durchgeht nicht. Ihr seid witzig, wie soll ich denn da wieder auf die Bahn kommen? Aha. Na, komm schon. Straße! Alter, wo schickt mich das Navi denn durch, ey? Mein... Ihr seid alle so weit vorne. Was? Rechts? Okay. So, ganz spontan nochmal eben Autoteil eingesammelt. Ganz spontan. Oh, Kai, du hast wieder aufgeholt. Jo. Dann warte ich mal eben hier auf dich. Das Navi schickt mich aber irgendwie woanders rum. Komm einfach zu mir. Glaube ich. Gucken, ob ich bei dir rauskomme.